Franziska Giffey ist als Bundesfamilienministerin zurückgetreten. Die SPD-Politikerin hat heute Vormittag um Entlassung bei der Bundeskanzlerin gebeten. Hintergrund ist die Diskussion um ihren Doktortitel. Vor knapp einem halben Jahr hat die Freie Universität Berlin eine erneute Überprüfung ihrer Dissertation gestartet. Die ist inzwischen abgeschlossen und sieht eine Aberkennung des Doktortitels vor. Seit März 2018 war Giffey Ministerin, seit November 2020 Vorsitzende der SPD in Berlin. Zugeschaltet aus Berlin ist jetzt Professor Gerhard Dannemann, Plagiat-Experte von VroniPlagWiki, mit letztendlich einer, der ausschlaggebend war, dass man die Doktorarbeit von Frau Giffey noch mal begutachtet hat. Was waren denn die Anmerkungen bzw. die Gründe für Sie zu sagen, oh, da hat aber die junge Frau nett abgeschrieben? Naja, es ist in dieser Doktorarbeit einiges übernommen worden, ohne dass passende Hinweise gegeben worden sind auf die Quellen, also ganze Gedankengänge, Fußnoten abgesaugt, die nicht überprüft worden sind offensichtlich und teilweise eben halt auch noch Belege hinzugefügt worden in einer Art, die eher willkürlich erscheint. Also die Arbeit hätte so halt nicht angenommen werden dürfen. Jetzt ist sie aber angenommen worden, ist dann ein erstes Mal überprüft worden. Da ist man oder ist Frau Giffey rausgekommen mit einer Rüge. Eine zweite Überprüfung hat dann eigentlich ein ganz anderes Ergebnis zutage gebracht. Ist das normal? Also ich meine, das sind doch alles kluge Menschen, die so eine Doktorarbeit begutachten. Und es ist doch eher peinlich, wenn ich erst mit einer Rüge rauskomme, um dann ein halbes Jahr später zu sagen, also der Doktortitel, Frau Giffey, der ist futsch. Ja, das ist sicher nicht optimal gelaufen. Also es gab da Bedenken, wie die Prüfungskommission zusammengestellt wurde. Das wurde woanders auch schon berichtet und dokumentiert, dass die Personen, die da drin saßen, relativ dicht mit der Betreuerin verbunden waren, personell. Dann hat man auch, denke ich, doch relativ großzügig von den, ich glaube, es sind 119 Plagiatstellen, die im VroniPlagWiki dokumentiert wurden, nur 27 für tatsächlich als Verstöße gegen gute wissenschaftliche Praxis gewertet. Das schien mir relativ großzügig. Und man hat in der ersten Kommission auch gar nicht unter die Lupe genommen, ob die zahlreichen Blindzitate, wie es dazu gekommen ist und ob da tatsächlich nicht auch willkürliche Zitate drin, also willkürliche Belege eingestreut worden sind. Kann sein, dass die zweite Kommission das gründlicher gemacht hat. Und außerdem ist ja inzwischen auch recht kontrovers bewertet worden, ob die FU überhaupt nur eine Rüge hätte erteilen können, ob dieses Instrument, was im Berliner Hochschulgesetz nicht vorgesehen ist und auch in den Promotionsordnungen nicht vorgesehen ist, tatsächlich zur Verfügung stand. Und so kann das schon sein, dass man jetzt in der zweiten Runde zu einer anderen Bewertung kommt. Aber Herr Dannemann, jetzt erklären Sie mal für die, die nicht so ganz im wissenschaftlichen Prozedere drin sind oder drin waren. Hat sie jetzt einfach nur falsch abschreiben lassen? Hat sie nur falsch zitiert, falsche Unterpunkte für Zitate gesetzt? Oder hat sie einfach irgendwelche Zitate erfunden und die falsch belegt? Das ist so ein Wirrwarr aus Informationen, die man noch nicht so richtig greifen kann. Ja, also es sind eben halt Quellen nicht ordentlich ausgewiesen worden, die zweifelsohne verwendet worden sind. Also, aber das wäre doch nur ein reiner Formfehler, oder nicht? Frau Giffey. Nein, also das Ergebnis ist schon davon beeinträchtigt. Also Frau Giffey setzt sich scheinbar mit Habermas auseinander, aber tatsächlich hat sie das aus dem Wikipedia-Artikel, den sie da nicht zitiert hat. Und also was richtig gefährlich ist, ist blind Belege zu übernehmen oder gar noch Belege eben halt zu erfinden. Also da hört der Spaß wirklich auf, da wird es richtig gefährlich. Also natürlich ist es in der Medizin etwas gefährlicher als in der Politikwissenschaft, wenn man eben auf diese Weise Falsifikation ausschaltet und dann eben halt auch noch Irrtümer weiter verbreitet, indem man Belege nicht überprüft. Aber es ist auch in der Politikwissenschaft nicht hinnehmbar. Kann man denn das, was jetzt möglicherweise Frau Giffey dreut, kann man das anfechten oder muss man das so hinnehmen? Also kann man sich noch mal rehabilitieren, indem man in der Lage ist, nachzuweisen, nee, Freunde, das ist nicht ganz so, wie ihr das sagt. Oder ist das Thema dann jetzt durch und der Doktortitel futsch?
Also wir sind in einem Rechtsstaat. Das ist eine Entscheidung der FU, von der ich jetzt mal annehme, dass der Grad entzogen werden soll. Das muss der Präsident beschließen. Und dagegen kann man dann vor das Verwaltungsgericht ziehen und diese Entscheidung überprüfen lassen, ob sie von richtigen Tatsachen ausgegangen ist, ob die Bewertungen richtig sind. Das haben auch der eine oder die andere schon bis zum Bundesverwaltungsgericht hochgebracht. Dieser Weg steht Frau Giffey offen. Es ist natürlich fraglich, ob sie ihn tatsächlich beschreiten will, weil das ja die Angelegenheit noch länger im öffentlichen Bewusstsein halten wird. Und weil auch, wenn Sie sich die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte ansehen, dass schon Verfehlungen in der Arbeit von Frau Giffey sind, wo die Verwaltungsgerichte normalerweise eine Entzugsentscheidung einer Universität auch halten würden. Hauptsache, sie hat sie selbst geschrieben. Professor Gerhard Dannemann war das, Plagiatsexperte. Recht vielen Dank für das Gespräch, Herr Dannemann. Sehr gerne, Herr Klug.